Sersen, hier ist der Tommy von der Musikboutique. Heute möchte ich euch mal wieder eine Camo E-Gitarre vorstellen. Gleich vorab, die Gitarre ist schon verkauft, bevor ich sie hier testen kann. Es handelt sich um eine Kundenbestellung. An der Stelle herzlichen Dank an Ede, dass ich das Video machen darf. Er wird wahrscheinlich auch das Video sehen, bevor er die Gitarre in den Händen hält. Wer allerdings Bock auf so eine Gitarre hat, ist auch kein Problem. Ich verlinke euch die mal unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch die auch nachbestellen. Dann wird die einfach nochmal genauso gebaut. Camo-Gitarren sitzen ja in Berlin, werden dort vom Mo handgebaut. Also wird alles komplett per Hand gebaut, sogar die Pickups. Lediglich die Hardware wie Tremolo, die ganze Elektronik, also von den Pickups abgesehen. Und Mechaniken, die werden zugekauft. Der Rest ist wirklich komplett per Hand gebaut. Jedes Stück ein Unikat. Man kann aber, wie gesagt, auch sagen, ey, die hat mir so super gefallen, genau so eine will ich auch haben. Dadurch, dass es Holz ist, wird sie auch immer ein bisschen anders aussehen, das ist eh klar. Aber das hat man ja bei anderen Herstellern genauso. Zu der Gitarre, es ist eine Memphis Standard. Der Body ist aus einem einteiligen Stück Mahagoni, an den Seiten oder an den Kanten schön abgerundet. Wir haben eine Flame Maple Decke draufgebaut in der Lackierung Lagoon. Das Ganze ist in matt gehalten. Der Hals ist aus einem Stück Roasted Maple. Wir haben ein Palisander-Griffbrett mit 22 Medium-Jumbo-Bünden von Wagner. Dot-Inlays, Knochensattel. Die Mensur beträgt 647 mm. Der Griffbrettradius ist 12 Zoll. Es sind Camo-eigene Mechaniken verbaut, also mit dem Camo-Car drauf. Kommen, glaube ich, von Gluson, so wie sich das anfühlt. Camo-typische Kopfplatte, die wirklich sehr gelungen ist. Knochensattel. Der Halsstab ist auch Camo-typisch, von unten über diese Rändelschraube zugänglich oder einstellbar. Es ist ein Mojo Pickguard, ein vierlagiges verbaut. Zwei P90, die wirklich sehr schön, sehr schmatzig klingen, werden wir dann gleich hören. Ein Wilkinson Tremolo, Dreiwegschalter vorne, beide hinten. Master Volume, Master Tone. Die Buchse sitzt hier unten in der Zarge. Das Ganze ist bolt on. Und auch hinten für die Elektrofachabdeckung und die Tremolo-Fachabdeckung wurde auch das Mojo Pickguard-Material verwendet. Dann schauen wir doch mal, wie die gute klingt. Ich mache jetzt erstmal ein paar cleane Soundbeispiele. Erst den Neck-Pickup, Volume, Tone jeweils bei allen drei cleanen voll offen. Also auch das Tremolo arbeitet extrem stimmstabil. Kann man fast schon Dive-Bombs machen, ohne dass sich was verstellt. Jetzt mal die Zwischenposition, also Hals und Brücke zusammen. Das Ganze noch an der Bridge-Position. Musik
Jetzt machen wir das Ganze mal verzerrt. Auch Halsposition wieder zuerst. Zwischenposition. Und das Ganze im Steg. Also insgesamt hat der Mo da mal wieder ein Meisterstück abgeliefert. Ich denke, der Ede kann sich darauf freuen. Wird er auch. Hat er es auch gewartet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr hier demnächst mal wieder vorbeischaut in der Musikboutique beziehungsweise auf dem Kanal der Musikboutique. Bis dahin, bleibt geschmeidig und gesund. Servus.